wunderschönen guten Morgen aus dem verschneiten Novosibirsk. Wir sind gestern Abend mit der Transsibir angekommen und nach einem entspannten Frühstück und einem kleinen kurzen Workout geht's jetzt in die Stadt. Wir machen heute einen Spaziergang, man kann hier eigentlich alles gut zu Fuß ablaufen und jetzt geht's erstmal los mit der Leninstatue. Wir sind mal schnell nach New York geflogen für euch und sitzen jetzt im Central Park. Und auch in New York hat es ziemlich viel Schnee. Quatsch, natürlich gibt es auch hier in Novosibirsk einen Central Park, durch den wir jetzt ganz gemütlich durchschlendern. Es ist mega, mega schön. Die Sonne scheint, es ist kein Wölkchen am Himmel und Schnee, soweit das Auge reicht. Die Vögel zwitschern und der Schnee knirscht unter unseren Schuhen. Es ist einfach mega. Und schaut mal, was wir mitten hier in dieser wunderschönen Winterlandschaft gefunden haben. Einen Freizeitpark! Und in diesem Freizeitpark suchen wir jetzt mal den Felix. Gefunden! Genießen wir mal zusammen die grandiose Aussicht. Schakille. Es ist so wunderschön draußen, aber auch bitterkalt. Deswegen ging es für uns jetzt erstmal ins Restaurant zum Aufwärmen und wir haben ja schon eine leckere Tasse Kava neben uns stehen und jetzt gibt es was zum Essen. Was ich auf jeden Fall noch dazu sagen möchte, in Russland haben wir jetzt noch nicht so typisch russische Küche kennengelernt tatsächlich. Also in jedem Restaurant gibt es irgendwie gefühlt alles, von Nudeln bis Pizza und Frühlingsrollen und Dumplings gibt es irgendwie echt ein breit gefächertes Spektrum. Aber wir wollen uns auf jeden Fall noch auf die Suche machen nach so richtig typisch russischen Gerichten. Thank you.
waren jetzt im Hostel und haben uns ein gutes Abendessen gekocht. Und jetzt geht es für uns nochmal zurück an den Fluss. Da ist nämlich ein Riesenrad. Also wir haben endlich ein Riesenrad in Russland gefunden. Und da wollen wir jetzt den Sonnenuntergang anschauen und einfach den Abend schön ausgehen lassen. Allerdings, jetzt hätte ich es fast vergessen, wir haben festgestellt, dass wir Bettwanzen haben, beziehungsweise Felix hat festgestellt, dass er in seinem Bett Bettwanzen hat. Und wir können euch später auf jeden Fall mal noch Fotos zeigen, wie der Gute jetzt aussieht. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt die letzte Nacht in Novosibirsk gut rumbringen und die Bettwanzen jetzt nicht in unseren Rucksäcken sich einnisten. Seht ihr jetzt das Riesenrad. Wir sind allerdings nicht damit gefahren, weil der Sonnenuntergang war jetzt sehr, sehr trostlos und dafür wollten wir jetzt kein Geld ausgeben. Aber es ist offensichtlich an und es ist beleuchtet. Also wir warten jetzt noch ein bisschen, weil vielleicht wird es dann später einfach schöner, wenn es schon komplett finster ist und die Stadt schön beleuchtet ist. Seht einen deprimierten Felix. Sehr deprimiert. So, zeige mal. Da waren die Bettwanzen aktiv. Überall eigentlich, im ganzen Körper. Schaut der Felix so aus. Aber für uns geht es morgen weiter und dann wird das alles kein Problem mehr sein. Dann waschen wir die Wäsche komplett in Krasnojarsk und dann wird das alles wieder gut werden. Geil, Felix? Auf jeden Fall. Nach dem ganzen Bettwanzen-Trauma habe ich jetzt einen super glücklichen Felix neben mir sitzen. Wir waren gerade im Gitarrengeschäft und Felix hat sich eine neue Gitarre gekauft, weil er musste jetzt schon 2 Wochen auf Musik verzichten und für die nächste oder für die Weiterreise musste natürlich wieder eine Gitarre her. Und unser Zug fährt erst heute Abend weiter, deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit und schlendern noch durch die Stadt. Zu Novosibirsk. Was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, ladet euch Übersetzungs-Apps runter, die ihr auch offline verwenden könnt, weil in Novosibirsk kann definitiv kein Mensch mehr Englisch und auch an den Bahnhöfen oder im Restaurant, es gibt nichts auf Englisch, also es gibt keine englischen Karten in den Restaurants oder auch wie gesagt am Bahnhof, in den Metros, die Fahrpläne, ist alles auf Russisch und euch kann auch wirklich keiner weiterhelfen. Also wenn ihr in Novosibirsk seid, stellt euch darauf ein, dass ihr mit Englisch nicht wirklich weiterkommt und ihr definitiv eine Übersetzungs-App braucht. Also ganz, ganz wichtig. Und wir sind ja jetzt seit im März unterwegs mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das ist auch eine super Reisezeit, weil es sind ganz wenig Touristen unterwegs. Also wir sind fast immer die einzigen Touristen. Wir haben nicht immer volle Abteile in der Transsibirischen Eisenbahn. Und es ist allgemein einfach weniger los und die Preise sind günstiger. Also das ist wirklich super von der Reisezeit her.
B, was jetzt in Novosibirsk ein bisschen schlecht war, sage ich mal, ist das natürlich alles super, super schön geschneit. Das ist auf der einen Seite richtig schön und gut, auf der anderen Seite, es wird nicht geräumt und nicht gestreut. Also ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr auf den Straßen unterwegs seid, weil es sind überall riesige Pfützen oder einfach riesige Eisflächen. Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr da unterwegs seid, dass ihr nicht ausrutscht, also gutes Schuhwerk mitnehmen. Bei uns ist es mittlerweile 11 Uhr nachts. Wir sind schon in den Zug eingestiegen, haben das Gepäck schon verstaut und dann geht's schon wieder weiter nach Krasnojarsk. Da kommen wir dann morgen gegen 13 Uhr an. Und heute haben wir dann eigentlich gar nicht mehr viel gemacht, sondern haben einfach den Tag ein bisschen entspannt angehen lassen. Und jetzt freuen wir uns auf jeden Fall wieder auf 13 Stunden Zugfahrt.